Ja, liebe Leute, liebe antifaschistische People, wir waren seit heute Morgen, seit um 10 Uhr hier in Mainz. Attac hat eine Demo angemeldet vom Römischen Theater zum Hauptbahnhof, damit unsere Strukturen, die Linksstrukturen, nicht abgefischt werden am Hauptbahnhof. Wir waren heute hier auf der Straße in Mainz, um gegen den Nazi-Aufmarsch der neofaschistischen Partei Neue Stärke zu demonstrieren und den Aufmarsch zu blockieren. Die Neue Stärke-Partei ist ein Ableger vom Dritten Weg. Das ist eine Splittergruppe von wenigen Menschen und auch Leute aus der NPD, die eigentlich deutschlandweit auch bekannt sind. Wir möchten nicht, dass hier Nazis laufen. Es waren 3 Demonstrationen, es waren 2 Bündnisse, es waren über 15 Kundgebungen. Ja? Und wir waren etwas dynamisch vom Hauptbahnhof, wir haben verschiedene Spontandemos angemeldet. Wir sind hier momentan an dem Waggonbahnhof, hier wurde gekesselt und hier wurde auch Pfeffer gesprayt. Die Nazis stehen momentan oben am Gleis, wir warten noch, bis die weggehen. Was seid ihr? Hey, mach du dein Schleifweg! Was ist denn unser Ziel? Was soll das? Die Polizei hat leider am Ende uns massiv weggeknüppelt und auch einige festgenommen. Und das zeigt uns einfach nur wieder, dass wir uns in Sachen Antifaschismus nicht auf den Staat verlassen können und die Bullen immer auf Seite der Faschisten stehen werden. Wir haben gezeigt, dass Mainz kein Pflaster für Rechtsradikale und Rechtsextremisten ist. Die sollen sich verabschieden, wohin auch immer, am besten in ein dunkles Loch. Mainz bleibt eine offene, eine freundliche Stadt für alle Menschen, außer für Nazis und für Rechtsextremisten.